Herzlich willkommen zum Neo-Magazin Game Royale. Das wurde heute von der Bild- und Tonfabrik gelauncht. Und es dreht sich natürlich ums Neo-Magazin offensichtlich. Das heißt, um an dem Spiel irgendwas zu finden, muss man natürlich das Neo-Magazin Royale auch kennen. Ich kann ja mal kurz die Einleitung vorlesen. Jan Böhmermann ist guter Dinge. Nachdem er die minderwertige rahmenschwarze Witzekohle der Neo-Magazin Royal-Autoren in nächtelanger Kleinarbeit zu einem lupenreinen Gigadiamanten von 8 und... Nee, Gagadiamanten. Nee, was? Ach so, Gag-Diamanten. Oh Gott, ich kann gar nicht lesen mehr. Schon zu spät. Gag-Diamanten von 88 Karat gepresst und geschliffen hat, will er nur noch eins, schnell ins Studio. Seinem väterlichen Freund William seinen Text übergeben und danach seinem Publikum dienen. Sein größter Wunsch war es schließlich immer nur, Quatsch zu machen. Doch die beliebte Sollbruchstelle der deutschen Medienwelt weiß genau, dass er ohne sein Publikum und seinen väterlichen Freund William nur ein trauriger Clown in der Fußgängerzone des Lebens wäre. Aber etwas ist heute anders. Wo ist William? Ich kann ja mal die Features vorlesen. Der erste Teil der legendären Neo Magazin Royale Spielereihe. Animation, Sprachausgabe, Effekte und Musik in Filmqualität. Das Neo Magazin Royale erwacht vor ihren Augen zum Leben. Unglaubliche hochauflösende Grafiken, in Klammern 320x200 Pixel sind das dann wahrscheinlich. Ein Spielspaß, der kein Ende zu nehmen scheint. Bis zu 3 Stunden, im Saarland sogar 30. Neue, unverbesserte Entscheide-Dich-Fragen und andere lustige Ideen. Das soweit zur Einführung. Springen wir mal rein. Ich habe mal ganz kurz das angestartet für uns. Einfach nur, um zu checken, ob alles läuft und so weiter. Aber das sah gut aus. Dann können wir ja mal ein neues Spiel starten. Fortschritt wird automatisch nämlich gespeichert. Moment, eins fehlt noch. Tief in Köln-Hahnwald. Die Menschen, ich spreche das aus. Die Villa Böhmermann. Da sieht man den Triceratops an der Wand, das Büste. Und Jan Böhmermann arbeitet am Rechner. Williams Text ist auch fertig. Schnell zum Flugzeug, die Show fängt gleich an. Stimmt, jede Show startet ja im Flugzeug. Das drehen die wahrscheinlich jedes Mal neu. Neo Magazin Royal, das Spiel. Mit Jan Böhmermann. Episode 1: Jäger der verlorenen Glatze. Hallo, hallo! Ein herzliches Willkommen zu Neo Magazin Royal, Jäger der verlorenen Glatze. Die Show geht bald los. Hilf mir, William sein Sendungsbuch zu übergeben. Du kannst mich durch die Gegend steuern, indem du einfach irgendwo in den Raum klickst. Um mit irgendwelchen Objekten und den ganzen Verrückten hier zu interagieren, halte die Maustaste kurz gedrückt. Dann kannst du auswählen, ob ich ein Objekt oder eine Person anschauen, benutzen oder aufheben oder zutexten soll. So, los geht's. Ja, also man jetzt sieht, schnell William seine Texte geben, dann kann die Show auch endlich anfangen. Man sieht, das ist also jetzt hat er gerade gespeichert oben, hat man es gesehen. Das ist tatsächlich ein richtiges Spiel, kein Fake-Spiel wie sonst immer in der Sendung. Und es ist ein Point-and-Click-Adventure. Text-Adventure wollte ich schon fast sagen, aber nein. Mach uns doch mal die Tür an. Die Tür zur Teamtoilette. Geht. Da geht der Herr Böhmermann natürlich niemals. Abgeschlossen. Wir verbrauchen viel Strom. Williams Penispumpe ist elektrisch. Lieber nicht. Okay. Kann er den Stromkasten volltexten? Sich aus wie Markus Lanz?
grün und komisch gewachsen. Wir nennen sie Claudia Roth. Ah, das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. What? Ey, das ist nicht DSDS hier. Da geht es in den Partyraum. Die haben einen Partyraum. Abgeschlossen. War ja klar. Zum Situation Room. Hey, Boss. Hallo, Herr Böhmermann. Ey, Leute, hat einer von euch William gesehen? Die Gagmaschine. Sie produziert die ganzen Gags. Na klar. Nicht nötig. Mein Witzeköcher ist voller als Jenny Elvers auf dem roten Sofa. Das ist so. Siri, mach Gags. Mach Gags, Siri. Cool. Hihi. Jetzt macht sie Gags. Ich hasse die, aber ich liebe die auch. Aber ich hasse die, aber ich liebe sie auch. Aber ich hasse sie. Aber ich liebe sie. Vielleicht Flair ganz nach oben? Why not? Ach, lassen wir erstmal so. Die Wall of Beef. Sehr cool. Gehe zu Hut. Ein Hut? Was da wohl drin ist? Schauen wir doch mal. Hättest du lieber einen lustigen Unfall oder einen traurigen Geburtstag? Hängt von der Schwere des Unfalls ab, würde ich sagen. So, hier. Da drin verstecken sich die Autoren immer. Bällebad. Reden ist Silber, woanders draufklicken ist Gold. Eine Kreditkarte. Cool. Wer hat die denn hier verloren? Von Markus Lanz. Kann man bestimmt. Die hat bestimmt ein hohes Limit. Zum Tisch, zum Beefträger. Was haben wir da noch? Weltkarte. Zum Tisch. Die Tafelrunde. Where the magic happens. Das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Echt, der Tisch ist so eklig. Mal gucken, wie viele Sprüche sich eigentlich haben. Okay. Das ist der Beefträger. Er bringt den Beef. Ja. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin der Beefträger. Ich bringe den Beef. Beef. Haben Sie denn auch einen Beef für mich? Ich habe hier einen in meiner Beef-Tasche. Oh, ich muss ihn hier irgendwo verloren haben. Den brauche ich doch für die Sendung. Aber heute in der Sendung war doch gar kein Beefträger dabei. Haben Sie zufällig unseren DJ Will.i.am gesehen? Leider nein. Im Normalfall findet man ihn doch immer in der Maske beim Haarekämmen. Ab in die Maske. Ja, was? Das habe ich mich schon vorher gefragt, was der... Was machen Sie da mit der Hornhautrommel? Parmesan fürs Catering! Igitt! Haben Sie denn alles für die Sendung? Ich bin Beef-Zusteller und habe keinen Beef. Also muss man den Beef vielleicht auch noch finden. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Leider keine Lust. So, das Sendungsbuch, genau. Gucken wir nochmal die Weltkarte an. Mein Reich, das soll alles einmal mir gehören. Da wird der Adi in mir ganz sentimental. Ey, das ist nicht DSDS hier. Okay. Das hat man schon mal. Das ist Bart. Der tut nix. Der will nur spielen. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich pass auf, dass hier keiner von Axel Springer reinlatscht. Hast du unseren glatzköpfigen Sidekick gesehen? Nee, aber im Zweifelsfall ist da ein Buffet zu finden. Okay, Buffet müssen wir also auch mal checken.
Wie bist du eigentlich zu deiner Gesichtstätowierung gekommen? Na, mit dem Bus. Ach so, ja. Macht Sinn. Hört man schon? Okay. Ach, ist egal. Man sieht sich. Bye bye. So, haben wir hier noch was? Nee. Gut, würde ich sagen, können wir wieder raus. So, das war ja alles zu. Stromkasten. Gehen wir mal zur Tür hier. Hey, Captain Obvious. Dahinter sind noch mehr Räume. Nein. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Für die einen ist es ein Feuerlöscher, für Peter Altmaier der größte Sahnespender der Welt. Den kriegt das Schleckermäulchen innerhalb von 2 Bratwürsten leer geschlürft. Besser nicht. Den brauchen wir noch, wenn die Gags wieder zu heiß werden. Also das ist... das ist keine Talkshow hier. Das ist Captain Obvious. Alter. Zu texten. Ja. Hallo, Captain Obvious. Hallo, Jan. Hast du William gesehen? Zu dieser Zeit lässt er sich meistens die Glatze pudern. Siehste? Haben wir schon 2 für Maske, einer für Buffet. Hast du irgendwo Beef herumliegen sehen? Du wirfst doch Post eh immer gleich weg. Also vielleicht im Papierkorb. Weißt du noch, wo ich den Toilettenschlüssel verstecken wollte? Den Geruch nach in deinem Büro. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Haha, das hast du gemacht. Falls ich dir noch irgendwie helfen kann, komm rum. Ich kann mir deinen ganzen Kram mal anschauen. Vielleicht fällt mir dazu noch was ein. Okay, also der hilft uns dann wahrscheinlich im Zweifel. William? Lass mal gucken, was hier alles so ist, ne? 103, 102, 101... Was ist das? Eine Waschmaschine? Warum? Da sind entweder Williams Pullover drin oder es findet ein Holi Festival statt. Ah, kann man aufmachen. Ein William Pulli. 100% Alpaka-Wolle. Abgeschlossen. Schminkzeug. Nein, nur ein Komplett-Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Ach, das ist schade. Das bleibt schön hier. Alles einstecken. Oh, Wolfgang Job, bist du es? Nee, nur ein Ledersessel. Das ist so böse. Du glaubst wohl, ich mache alles für Geld, oder? Ja, in der Tat. Spiegel? Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Verdammter Lichttürke. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Okay. Botox-Spritzen, hey, die sind doch was für uns. Die spritzt William sich in den Pulli, damit er faltenfrei bleibt. Ah, verstehe. Die muss hier bleiben. Schade. Noch ein Ledersessel. Noch ein Spiegel, da wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr passieren, wa? Selbst hier habe ich einen Nasenschatten. Okay. Verdammter Lichttürke. Der blöde Lichttürke. Abgeschlossen. Ja, die sind irgendwie alle abgeschlossen. Das ist Williams Spind. Ah, da haben wir doch Touristik. Habe ich da ein Geräusch gehört? Vielleicht schläft er ja da drin. Klemmt irgendwie. Was war das für ein Geräusch? Keine Ahnung. William? William? Bist du da drin? Bist du da drin? Haben wir uns draußen alles angeguckt, ja, ne? Wie nutzt man das? Benutze Kreditkarte von Markus. Ach so, jetzt, okay. Ah, mega Fail. Die Kreditkarte ist zerbrochen. Ja, dafür ist der Spind jetzt auf. Na toll. Potztausend. Ein Geheimgang. Wie bei 5 Freunde. Da geht's wohl runter in den Quotenkeller. Oh ja, garantiert.
Dieser William. Hierher verschleppt er nach der Sendung immer seine Groupies. Ziemlich dunkel. Hier hätte der Trödeltrupp sicher seine große Freude. Kann man was mitnehmen? Ach, die liegen eigentlich ganz gut da. Okay. Skelett, Alter. Das ist so ein Latexanzug. Lena hat aber ganz schön zugelegt. Die muss hier bleiben. Die Lena? Ach komm, nimm sie doch mit. 50 Shades of Cone. Ich lasse ihn lieber hier. Man will sich nicht vorstellen, was damit passieren könnte. Oh. Da steht ein Kanister. Mhm. Kanister können wir also mitnehmen. Handschellen. Hoffentlich liegt hier nirgendwo der dazugehörige Polizist. Ja, witzig. Eine Maske. Hab ich gar nicht gesehen. Ich will gar nicht wissen, was er damit macht. Das will ich eigentlich auch nicht wissen. Wieso hat... Nein. Komm. Nein. Okay. Wieso hat William seinen eigenen... Keller? Mit Latex... Ach, du dickes Ei. Jede Menge leerer Glumpdosen. Das erklärt einiges. Ach, scheiß aufs Dosenpfand. Weg mit dem Gerümpel. Kommt man ja auch aus dieser Nuss. Willi Vanilli? Sich zugeklumpt. Der alte Tiger hat sich mal wieder ins Koma getrunken. Fuck. Ihm ist wohl der Erfolg zu Kopf gestiegen. Da hilft nur eins. Damit er rechtzeitig wieder auf die Beine kommt, muss ich ihm ein Konterglump Trademark verabreichen. Trademark schon mitgesagt? Ja. Oh. Hi, Jan. Bastel Brothers. Ihr kommt gerade richtig. Habt ihr noch Glump für mich? Leider nicht, aber wir können dir das Rezept geben. Diktier's bitte in meine Apple Watch aus purem Gold. Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in den Kanister, gut schütteln und zack, fertig. Glump. Ach cool, danke, das klingt ja unkompliziert. Wenn du noch Fragen hast, du findest uns in der Werkstatt. Alkohol, Zitrusextrakt und Cola und Alpakaschweiß. Okay. William Cohn, so stelle ich mir eine Geburt vor. Der dünne, blasse Junge trägt den dicken alten Mann. Sehr lustig. Warum nicht? Vielleicht sagt er ja was. Nicht? 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 Nee, hä? Ich hab gar keine... Ach, ja. Hallo, William! William, du musst aufwachen. Die Show fängt gleich an. Raus aus den Federn, alter Mann. Guck mal, was ist. Du bist ein übel riechendes, glumpgurgelndes Schwein. Interessiert dich nicht so wirklich. Also wir brauchen das Konterglump. Da hilft nur eine Dose Konterglump. Trademark. Trademark. Gut, also Knirste haben wir schon. Da brauchen wir jetzt Alpaka. Wir haben hier einen Alpaka-Pulli. Können wir den irgendwie... Williams Pulli. Nass geschwitzt. Ja, perfekt. Okay. Williams Pulli. Nass geschwitzt. Ja. Williams Pulli. Nass geschwitzt. Ja. Williams Pulli. Ach. Nass geschwitzt. Thank you.
Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Malicola fehlt noch. Alkohol fehlt noch. Zitrusaroma fehlt noch. Alpakaschweiß fehlt noch. Du glaubst wohl, ich mache alles für Geld, oder? So, war hier was? War das noch was? Jo, Medizinschrank. Williams Medizinschrank? Gruselig. Schauen wir nochmal rein, vielleicht gibt's da ja Alkohol. Gummihandschuhe. Perfekt. Nehmen wir uns mit, ne? Oder? Ein paar Gummihandschuhe. Okay, Kommentar hätte ich mir sparen sollen. Okay. Gut, wir haben Gummihandschuhe. Gehe zu. Mhm, kaum gut. Ich denke, das war's. Oder? Ja. Was war denn das? Hallo? Ach, die sind noch von meiner Flüchtlingshilfsaktion Seepferdchen für Afrika übrig. Ach, die liegen eigentlich ganz gut da. Ja, okay. Hab ich gar nicht gesehen. Fehlt nur noch Walter und der Frauenknast ist perfekt. Ja, komm, geh mal raus wieder, ne? Ich hoffe, wir haben jetzt alles. Wie er sich da durchzwingt. Nein, nur ein Komplett-Make-up pro Woche. Steht in meinem Vertrag. Die Bastel Brothers haben wieder alle Türen aufgelassen. Perfekt. Ich darf noch nicht auf die Bühne. Absoluter Horror für einen Künstler wie mich. Das glaube ich. Schauen wir einfach mal hier rein. Was ist das denn? Garderobe vom Relefanten? Diese Tür ist irrelevant. Hat sich eingeschlossen. Verrückter Kerl. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Das ist die Garderobe von Adi, direkt neben meiner. Zufall? Wohl nicht. Hat sich eingebunkert. Ein Tourplakat vom Beate Zschäpe Musical. Da hat selbst Andrew Lloyd Webber geweint. Cool. Das bleibt schön hier. Diese Pflanzen werden mit den Tränen der Postproduktion gegossen. Das haben wir schon gehabt. Ponyboxen mit Jürgen Domian. Das ist meine Garderobe, das ist schon mal, also Jans Garderobe, Entschuldigung. Nicht meine. Beats im Kies, das war geil. Was ist das? Lüftungsschacht. Hier haben wir Joko und Klaas schon mal beim Spionieren erwischt. Da wette ich drauf. Was geht's hier hin? Durchgang, okay. Zum Kopier. Ach, gehen wir erstmal in die Garderobe. Hier gibt's doch bestimmt Alkohol, oder? Meine Moncler-Jacke, gefüllt mit K1s Echthaar. Cool. Hier ist es schon warm genug. Okay. Was ist das? Kiste Cola. Cola ist mein Schmusi. Aber sagt bloß keinem, dass ich gar keinen Glump-Trademark trinke. Oh mein Gott. Schnell eine Cola, bevor ich wieder zitter. Brauche nur noch was zum Öffnen. Auch noch. Fuck. Nur Rauschen. Das könnte ProSieben doch ab 2016 statt TV Total senden. Lustiger wär's. Eher moderiere ich die Neuauflage von Wetten, dass... Microsoft. Das Apple des kleinen Mannes. Hui. Geil. Wie schon lange das auch dauert. Das kann man kaum lesen, ey. Windows 95. Ach du Scheiße. Das ist ja cool. Das kann man echt überhaupt gar nicht lesen. Das ist... Stark.
Ach, das war schon. Ich dachte, das hätte man noch irgendwie am Arbeitsplatz oder so rumfummeln können. Das wäre natürlich auch cool gewesen. Das sind meine Eier aus Stahl. Mitnehmen. Jetzt nicht. Okay. Das ist ein Fenster. Holy shit. Adi-Action-Figur, gell? Die Adi-Action-Figur. Mit Action kannte der sicher aus. Oh ja. Arm rauf, Arm runter, Arm rauf. Ach, das wird nie langweilig. 25.000 Stück Laugengebäck für den Freundschaftspreis von 17.500 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Da bin ich mir sicher. Was ist das? Ich mag es, wenn Bilder von mir an der Wand hängen. Hey. Ist wie zu Hause. Das bleibt schön hier. Okay, got it. Schön draußen. Wenn die Sonne kommt, muss ich aber zuziehen. Wegen des Teints. Ja, stimmt. Muss ja dünner, blasser Junge bleiben. Microsoft. Das Apple des kleinen Mannes. Ja, okay, das hat man. Gut, was ist das? Hier zum Prison Computer. Cool. Ja, erstmal Müll einmal gucken. Prism ist. Ich trenne Herzen. Fanpost und Hate-Mails. Sehr gut. Wir brauchen Hate-Mails. Eine Beef-Bombe von Campino. Cool. Endlich wieder Beef. Die können wir dann dem Beef-Träger bringen. Longboard. Überall diese verdammten Longboards. Longboards sind Wrongboards. Na? Jetzt nicht. Okay. Außerdem habe ich keinen Führerschein. Gut. Ja, dann gehen wir jetzt zum Prism-Computer. Oder haben wir noch was anderes übersehen? Nee, ne? Der spart uns 30 Mitarbeiter. Was? Woher weißt du das? Was? Thomas Gottschalk auch? Du Schmierölklumpen! Sag nicht immer, du wirrköpfiger Philosoph zu mir! Okay, dann haben wir das. Haben wir das? Haben wir hier in unserer, also in der Biomis-Garderobe eigentlich auch alles erledigt, würde ich sagen. In dem Fall haben wir jetzt Cola und den Beef eingesammelt. Wir brauchen noch was zum Öffnen. Hier, nee, das Manager-Spielzeug. Gehen wir mal zum Durchgang. Ah, hier ist die Werkstatt der Bustle Brothers. Mikrowelle. Der Thermomix des kleinen Mannes. Och, nie hat man Popcorn dabei. Trichter Alexander Holt. Nehmen wir mit. Okay, dann sind die Bustle Brothers da. Was ist das? Nee, Moment. Schraubstock. Den haben die Bustle Brothers vom Schraubstock-Festival. Leider fehlt die Kurbel. Oh nein. Die Kurbel fehlt. Ja. Die Kurbel fehlt. Jetzt immer das gleiche. Die Kurbel fehlt. Okay. Luftballons. Ob Dende auf Helium eine normale Stimme hat? Wahrscheinlich. Ah, das fasse ich nicht mal mit der Kneifzange an. Ist hier sonst noch was? Wo ist denn die Kurbel? Die wird hier wahrscheinlich nicht im gleichen Raum sein. Hi, Bustle Brothers. Hi, Jan. Das wird echt jedes Mal lustiger. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal... Feuer? Habt ihr Feuer für mich? Leider nicht. Willst du wieder Fürze anzünden? Verdammt, ich muss wirklich meine Webcam abkleben. Was bastelt ihr denn Schönes? Wärmedecke, Aktenvernichter, zack, fertig. Lametta. Wie war nochmal das Rezept? Unser Glump ist ein Geheimrezept, das einige der folgenden Zutaten enthält. Einige vor allen Dingen. Cola, Alkohol, Zitrusaroma, ein paar Tropfen Alpakaschweiß, alles in Kanister, gut schütteln, zack, und zack, fertig. Glump. Glump, Trademarked. Na gut. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln, zack, fertig. Tschüss. Tschüss.
Okay. Ich habe mal Angst, bei Adventures was zu übersehen. Ich spiele eh kaum Adventures eigentlich. Hoffentlich hat Photoshop Philipp nicht wieder was im Kopierer vergessen. Schauen wir doch mal nach. Sieht aus wie eine Quittung. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Genau 1000 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Na klar. Eine Tageskarte für den Heidepark Soltau, für ein Filmteam, ja, inklusive zwei Wumbo-Figuren. Wo soll es sie nehmen? Genau 1000 Euro. Ob man das... Eine Tageskarte... Genau 1000 ja. Euro. Ob man... Gut, nimmt er ein dich. Plakat vom Satanstrianglisten, meinem ersten Film. Das bleibt schön hier. Hab ich mir gedacht. Was ist das? Geht zu Wegweiser. Ein Plakat von Zirkus Halligalli zur Abschreckung meiner Mitarbeiter. Damit sie wissen, wo sie landen, wenn sie sich nicht genug anstrengen. Don't drink and play. Okay. Da lasse ich mir lieber von Yuko die Eier auf den Boden tackern. Geht's hier noch weiter? Nö. Okay, haben wir denn hier alles? Ich habe bestimmt was übersehen. Garderobe, Bömi, wieso ist da kein Alkohol? Abgeschlossen. Ach, guck mal an. Der Partyraum ist offen. Jo. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Ich bin Steuerprüfer, Bitch. Ja, ich bin hier, um Ihre Steuer zu prüfen. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Steuerprüfungen kommen immer dann, wenn es einem am wenigsten passt. Warum haben Sie eine Maske auf? Ich bin eigentlich Gangster-Rapper und will mir meinen guten Ruf nicht ruinieren. Nebenbei mache ich nämlich Steuerprüfung. Ich kann Gitarre und Bass nie auseinanderhalten. Ach, das gibt wieder nur Ärger. Ich finde ja AJ am süßesten. Das bleibt schön hier. Ja, okay, ich werde es nicht nochmal versuchen. Oh, Federbohr kommt. Die muss Ross Anthony hier vergessen haben. Als könnte ein blasser, dünner Junge wie ich ein Sofa tragen. Nein, nicht das Sofa. Die Federbohr. Ups, sie hat sich irgendwie verheddert. Okay, was haben wir jetzt? Eine Feder. Oh, guck mal, aber... Chabos wissen, wer der Bobo ist. Den fasse ich nicht an. Da soll sich mal schön der Rach drum kümmern, wenn er wieder von RTL angekrochen kommt. Oh, Prosecco. In dubio Prosecco. Haha. Eine fehlende Flasche wird sicher keiner bemerken. Nein. Eduardo, lass mal die Finger davon. Jetzt gehen wir erst einmal Ihre Belege durch. Ich habe hier eine Quittung über 17.500 Euro. Wofür war das? 25.000 Stück Laugengebäck? Geht doch, Sie dünner Lauch. Nächste Frage, Aslak. Hier sehe ich 1000 Euro verbucht. Was war das denn? Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt, Sie Otto. Nächste Frage. Diese Rechnung über 906,50 Euro. Wofür war die? Das habe ich noch nicht gefunden. Die Glump-Lieferung mit dem Fehldruck? Almonakium auf keinen Fall. Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du deine Belege zusammen hast, du. Okay, also müssen wir erst alle Belege finden. Vorher dürfen wir das nicht nehmen. Auf ein neues. Eduardo, lass mal die Finger davon. Okay. Jetzt gehen wir erst... Ich habe hier eine... Nee. Kann man das später machen? Shit, kann man nicht.
25.000. Geht doch! Nächste hier sehen. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt! Nächste diese Rechnung. Fehldrucker hatte ich zuletzt. Ja, nehmen wir jetzt hier Lizenzen. Lizenzen für Photoshop Philipp? Wollen Sie mich schnatzen, Blödelmann, oder was? Zieh Leine und komm erst wieder, wenn du. Okay, ich habe die Antwortoptionen also erst, wenn. Wem sein Schlagzeug ist denn das? Ach so, Felix seins. Sein anderes Drumset steht bei Sarah Connor. Ich hab's auf Fizz umgestimmt. Das wird ein Spaß. Wie böse. Abmahnung. Eine Abmahnung von Martin Kurzer. Hat mich schlappe 906,50 Euro gekostet. Alles Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Okay, wir haben sie. Eine Abmahnung von Martin hat mich schlappe. Ob man das. Okay, Schlagzeug. Drumstick. Ist hier noch was? Nö, Bassgitarre. Okay, vielleicht sind es ja nur drei Fragen. In Videospielen sind es ja auf nur drei. Auf ein neues. Fragen. Jetzt kann er sich warm anziehen. Ey, du Otto, lass mal. Jetzt gehen wir. Ich habe hier. 25. Geht doch! Nächste Frage. Hier sehe ich. Zwei Wumbo-Figuren. Korrekt! Nächste Frage. Diese Rechnung. Hier, Urheberrechtsverletzung. Eine Urheberrechtsverletzung? That's right, Bro. Okay, Digga, dann passt das ja so. Aber wenn sie uns nur einmal bescheißen, dann zieh ich sie Otto persönlich an ihrer zu langen Nase über den shiny Floor. Peace out, Herr Bonermann. Yeah! Cool, jetzt haben wir nämlich Prosecco. Wie sollen wir den aufmachen? Okay, dann war's das hier, oder? Das haben wir alles, denke ich. Ja. Machen wir Elektrokasten auf. Lieber nicht. Okay. Dann bringen wir dem Beefträger mal sein Beef, würde ich sagen. Hab schon drin gewühlt. Sind nur noch Bälle drin. Schade. Ach, ist egal. Aber ich will ihm doch sein Beef geben. Wo ist der nochmal? Eine Beefbombe von Campino. Damit bin ich lieber vorsichtig. Eine Beefbombe von Campino. Eine Beefbombe von Campino. Wie ging das nochmal mit dem Benutzen? Damit bin ich lieber vorsichtig. Eine Beefbomb. Alter. Könnten Sie kurz aufhören, Ihre Füße zu rommeln? Na gut, aber ungern. Ich habe hier etwas, das Ihnen gehört. Juhu! Eine Beefbombe von Campino! Da muss aber noch Porto drauf. Hier ist ja eklig. Eine Hornhautrommel! Hat Adi damals aus dem DM mitgebracht. Das ist ja nett von Adi. Nehmen wir mal mit. Jetzt haben wir hier eine Hornhautrommel. Können wir benutzen mit. Colaflasche vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Gut, er braucht noch Porto oder was? Zum Durchgang. Backstage. Damit tippe ich immer meine Tweets. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Im Osten gehen die weg wie Begrüßungsgeld. Das sind die letzten VHS. Das ZDF stellt bald auf Laserdisc um. Die sind ja fortschrittlich. Dafür haben wir extra einen VHS-Kurs gemacht. Actionfigur. Die Nase war das größte Problem. Direkt nach meinem gewaltigen Penis. Noch mehr Actionfiguren. Mit dem Ramsch würde ich nicht mal Pegida-Demonstranten bewerfen. Tassen. Kann man auch als Mooncup verwenden.
Mit dem Rahmen... William, alleine für den Bauch hat der 3D-Drucker schon ein Jahr gebraucht. Handtücher? Damit sichern sich die Zuschauer schon im Morgengrauen die besten Plätze. Handtücher, ja geil. Warum ist das so billig? Til Schweiger verkauft sowas für 200 Euro. Jeder Plüschtrizi wird von mir persönlich eingekuschelt. Was ist das denn für ein Ramsch? Verkauft Sami Slimani seine Kollektion jetzt bei uns im Foyer? Ach ja, die Abmahnung. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei der Steuererklärung geltend machen kann? Ja, haben wir schon. Ach ja, die Abmahnung. Schlappe 906,50 Euro. Ob man das bei... Ja. Plakate? Perfekt zum Abdecken von Glory Holes. Okay. Gibt's hier noch was Sinnvolles? Das ist Bart. Der tut nix. Der will nur... Hi, Bart. Hey, Boss. Hat er noch was Sinnvolles? Sag mal, hast du Feuer für mich? Willst du etwa wieder Fürze anzünden? Hier, aber Wiedersehen macht Freude. Cool. Noch was? Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Ich weiß, das wollte ich gar nicht. Tätowierung hatten wir schon. Brecheisen. Kann ich mir kurz dein Brecheisen ausleihen? Nein. Stalkerin. Dreiköpfiger Affe. Hinter dir! Eckart von Hirschhausen! Schon klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du mir einen Ersatz bringst. Ich brauche einen Ersatz. Ach, ist egal. Man sieht sich. Habe ich den Ersatz? Nee, ne? Nicht wirklich. Was fange ich jetzt eigentlich mit dem Feuerzeug an? Hab ich überhaupt? Ja. Okay. Ja, dann gehen wir erstmal zurück. Mit Brecheisen muss ich wahrscheinlich eine Tür aufbrechen, würde ich mal sagen. Oh, das ist ja ekelhaft. Hier könnte auch mal einer durchsaugen. Oh, nö, geh weg damit. Muss ja wenigstens mal ausprobieren. Okay. Wir brauchen einen Brecheisenersatz. Partyraum. Ha, weg ist er. Typi. Gitarre. Mahnung. Abgeschlossen. Was mache ich denn mit der Feder überhaupt? Nein, falscher Raum. Schon Longboard. Hi, Bast. Hi, Jan. Ist er auch von Conan geklaut? Sag mal. Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln.
Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Da passt er nicht rein. Cola ist mein Schmusi. Cola ist mein Schmusi. Ja. Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Ich dachte, ich könnte die Cola für... Ach nee, die ist noch nicht offen. Vielleicht kann ich es mit dem Feuerzeug. Ein Feuerzeug? Na toll, jetzt ist das Feuerzeug im Arsch. Dafür ist die Cola endlich offen. Yay. Lieber nur ein paar Tropfen. Okay. Wie kriege ich denn jetzt... Ein paar Gummihandschuhe. Cola, check. Alkohol, fehlt noch. Zitrusaroma, fehlt noch. Alpakaschweiß, fehlt noch. Williams Pulli. Nass geschwitzt. Ernsthaft? Ja, ich dachte, vielleicht zieht er die an und bringt den Pulli damit aus. Prosecco aus dem Partyraum. In dubio Prosecco. Mal überlegen, ob mir noch Cola, check. Alkohol, check. Zitrusaroma, fehlt noch. Alpakaschweiß, fehlt noch. Auch noch. Trichter Alexander Holt. Trichter mit... Macht das Sinn überhaupt, was ich hier mache? Wahrscheinlich nicht. Wofür brauche ich überhaupt die Feder? Gummihandschuhen? Kanister hat er gesagt, passt. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Aber wenn der vollgeschwitzt ist, der Pulli, dann muss ich den doch einfach nur ausbringen. Du glaubst wohl, ich mache alles für Geld, oder? Eine pinke Feder von einer Federboa. Ah, leider keine Lust. Keine Lust. Ja, okay. Dumm. Brauche ich das Brecheisen wahrscheinlich, um das aufzubrechen, oder? Maske noch irgendwas? Nee, ne? Da müsste doch Zitruszeug zu finden sein. Hallo, Captain Obvious! Hallo, Obvious, Jan! Hier. Hast du eine Geschenkidee für Bart? Seine Hobbys sind Bowling, verstopfte Toiletten und stumpfe Hebwaffen. Mhm. Mach was draus! Kommt aus dem Pullover, das ist mir schon klar, aber... Wo um alles in der Welt... Kurz vor der Sendung reibt sich William immer an den Alpakas. Das bringt Glück. Weißt du noch, wo ich... Den Geruch nach in deinem... Im Büro waren wir auch noch nicht. Den Toilettenschlüssel haben wir nicht... Also wir waren im Büro, ich meine, wir haben den Toilettenschlüssel nicht gefunden. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Ach, den Toilettenschlüssel. Der muss also im Büro sein. Ich wusste, dass wir was übersehen haben. Rettisch. Den habe ich vom Müllcontainer gerettet. Sparte for life. Ach, guck an. Eine Schublade. Der Schlüssel zur Teamtoilette. Ach ja, hier hatte ich ihn hingelegt. Gut. Ich habe ja noch eine Serviette liegen. 25.000 Stück Laugengebäck für den... Das war das. Ob man das bei der Steuer... Ja, kann man. Gut. Habe ich sonst noch was übersehen? Dann gehen wir doch jetzt mal auf die Teamtoilette.
das ja erst benutzen. Gut, dann gehen wir erstmal hin. Perfekt. Ganz schön dunkel hier. Ach du Scheiße, was ist das? Was riecht denn hier so? Gehe zu schwaches Leuchten. Die Schritte ändern sich. Das ist wahrscheinlich der Lichtschalter, oder? Da leuchtet etwas. Ach du Kacke. Ach du je. Das sieht ja aus wie bei Goebbels unterm Sofa. Die Autoren haben wieder nicht richtig sauber gemacht. Ein Pömpel? Was macht der da? Ist das hier einer dieser irrelustigen Tetsche-Cartoons aus dem Stern oder was? Und wenn ja, wo sind das Spiegelei und das Kondom? Die kenne ich leider nicht, lese keinen Stern. Kann ja nicht alles kennen, ne? Boah, ist das ekelhaft. Hier kommen mir immer die besten Ideen. Den rühre ich bestimmt nicht an. Mit Jan Böhmermann. Kloster. Ja. Na? So, da haben wir jetzt Zitrusdingens auch. Ein halb benutzter Klostein. Zitrusaroma. Igitt. Na, komm. Richtig, aber am Stück bekomme ich den Klostein nicht rein. Aber mit der Hobel. Ein halb benutzter Klostein. Zitrusaroma. Igitt. Igitt. Toll. Klosteinraspel. Leider ist jetzt die Rommel kaputt. Hm, das ist ja schade. Mal überlegen, ob mir noch Zutaten fehlen. Ja, mir fehlt Cola, check. Alkohol, check. Zitrusaroma, Alpakaschweiß. Fehlt noch. Oh, der Grimme-Preis auf der Toilette. Unser Grimme-Preis. Naja, den haben Klausi und Joachim auch. So geil kann der also wohl auch nicht sein. Nehmen wir mit. Ich lass ihn lieber hier. Oh, schade. Was ist das? Der goldene Stinkefinger. Ein schöner Klorollenhalter. Ich lass ihn lieber hier. Okay. Der deutsche Fernsehpreis. Auf Nimmerwiedersehen, du Buttplug der Medienwelt. Ich lass ihn lieber. Lieber nicht. Wer weiß, wo der schon war. Das stimmt. Handtuchspender. Bäh! Das ist sicher voller Bakterien. Wie die Rückbank im Bangbus. Festivaltoiletten sind dagegen Wellness. Nimm mit. Das ist sicher voller Bakterien. Ja, okay. Wie ein Hipster. Oh, das Scheiße, jetzt hab ich den Spruch weggedrückt. Verdammt, ich dachte, er sagt dasselbe. Der Spiegel. Keine Angst vor der Wahrheit. Waschbecken. Die Bastel Brothers lassen es ein bisschen schleifen hier. Körperflüssigkeiten, ach du Kacke. Fernsehen. Außen pfui, innen pfui. Was ist das denn? Klorolle? Ob William hier war? Nimm mal das mit. Ist sicher voller Bakterien. Wie die Klamotten der Kelly-Family. Ich muss echt aufpassen, dass ich die Sprüche nicht alle immer gleich wegdrücke. Manchmal sagt er tatsächlich noch was Neues. Was ist das denn? Jemand hat Williams Telefonnummer hier hingeschmiert. William, die alte Fickmaschine, ist wirklich unersättlich. Unglaublich, ja. Wandschrank? Ein Wandschrank. Hoffentlich ist da keine Band drin. Die Tür klemmt. Dafür brauchen wir also das Brecheisen dann. Gut, dann bringen wir Bart natürlich mal jetzt die. Nee, zum Partyraum nicht. Bringen wir Bart mal die. Ich kann gerade nicht sprechen. Den Pömpel. Logischerweise. Hi, Bart. Hey, Boss. Sag mal.
Komm schon, manchmal hängt das hier ein bisschen. Kann ich mir kurz dein Brecheisen ausleihen? Nein. Hinter dir! Eckart von Hirsch... Schon klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du... Ach so, ich... Ach, ist egal. Man sieht sich. Ich muss natürlich... Geil! Aber für die Hipsterabwehr ist das Ding wirklich nicht ausreichend. Was? Eine pinke Feder. Von einer Feder. Du glaubst wohl, ich mach alles... Das ist nicht ausreichend. Was soll ich denn da noch... Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Müssen wir wohl zu den Bastard Brothers nochmal. Kann man ja... Moment. Ein Pömpel. Den Pömpel? Den Schraubstock verwenden? Der ist zu dick. Da muss was Dünneres rein. Komm schon. Hi, Bastel Brothers. Hi, Jan. Ist er auch von Conan geklaut? Hat er sich endlich mal gemeldet? Sag mal... Ach, schon gut. Hand nehmen, schütteln. Also ihr braucht noch was für den Schraubstock irgendwie. Aber ich wüsste jetzt nicht, selbst wenn ich da jetzt den Pömpel einklemme, mit was soll ich ihn denn dann verbessern? Kann ich mit der Mikrowelle was machen? Nee, ne? Du glaubst wohl, ich mach alles für Geld. Hätte ja sein können. Muss man ja alles mal ausprobieren. Was mache ich mit der Feder überhaupt? Mit dem Trichter? Das wird doch nicht mal der... Ich will es bloß mal ausprobieren. Ich muss hier irgendwie noch den Schweiß extrahieren. Wahrscheinlich brauche ich dafür den Schraubstock. Meine Managerin hat gesagt, ich soll das nicht machen. Nein, du sollst es nicht benutzen, du sollst rausgehen. Okay. Wir müssen also irgendwie den Pömpel noch verbessern. Also er mag verstopfte Toilettencheck. Schlaggegenstände haben wir noch nichts. Damit könnte man wahrscheinlich auch das Büro öffnen. Hat sich eingeschlossen. Frag mal doch nochmal Captain Obvious. Hallo, Captain. Hallo. Hast du eine Geschenk? Seine Hobbys sind Bowling, verstopfte Toiletten und stumpfe Hieb. Also Bowling und Hiebwaffen. Brauche ich wahrscheinlich noch. Wandschrank in der Teamtoilette. Kannst du mir mal mit dem Wandschrank... Benutz einfach deine... Muskelkraft und denk an das Hebelgesetz. Ja, Brecheisen halt, ne? Ich wollte nur mal... Die Tür klemmt. Say what? Hätte ja sein können, dass der Böhmermann mal die Toilette... Das wird doch nicht mal der Kerner machen. Nee, das stimmt. Ich brauch das Brecheisen halt unbedingt. Was soll ich mit der Klorolle? Kann man damit was anfangen? Ich arbeite zwar fürs ZDF, aber ich bin nicht... Okay. Benutze das doch selber. Was kann man denn mit dem Trichter überhaupt machen?
Nix. Haben wir noch irgendwas übersehen? Wahrscheinlich schon. Wir waren im Büro, da haben wir noch den Toilettenschlüssel übersehen und jetzt aber doch gefunden. Wir brauchen das Brecheisen, um den Wandschrank aufzuheben. Was fehlt uns denn noch? Wir brauchen halt noch bessere Waffen. Bowling ist ein Hobby. Verstopfte Klos haben wir ja im Pömpel. Also noch irgendwas Bowlingmäßiges. Und... stumpfe Waffen. Schminkzeug. Botox. Nee. Kann uns sicherlich alles nix helfen. Vielleicht im Geheimgang. Wahrscheinlich aber auch nicht, ne? Skelett. Maske. Bin mir halt nicht sicher, ob wir hier noch was übersehen haben, irgendwie. Abzeichen. Nee. Denke ich nicht. Oh. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Damit dreht William auch Filme für Pornhub. Kamerahut. Lieber nicht. Klebt ein bisschen. Okay. Ja, man übersieht so Dinge, ne? Kann man das hier eigentlich... Nee, kann man nicht, ne? Ah, abgeschlossen. Total abgeschlossen. Ich habe jetzt auch nichts mehr zum Aufbrechen. Für die einen ist es ein Feuer... Tinkrichter schlägt. Schleckermau Altmaier. Teamtoilette, hat man da noch was? Nee, ne? Nee. Maschine, Hut. Bällchenbad. Komm, nimm mal was mit hier. Okay. Was haben wir hier schon gehabt? Wer sind Sie und was... Ich bin der... Haben Sie jetzt alles für die Sendung? Darauf gebe ich Ihnen Beef und Siegel. Ah, dann ist gut. Bis später. Dankeschön, Herr Böhmermann. Kann ich Sie vielleicht noch um ein Autogramm... Tut mir sehr leid, aber ich muss weg. Leider keine Lust. Leider keine Lust. Ich könnte doch von dem Merch-Zeug eigentlich noch was nehmen, oder? Aber nee, hat er ja auch nicht alles nicht genommen. Ich will mal checken, was er gesagt hat hier. Ich hab's zu schnell weggeklickt, glaube ich. Hi, Bar. Hey, Boss. Sag mal, was machst du hier eigentlich? Nein. Ich mach... Kann ich mir kurz da... Nein. Hinter dir! Könnt ihr auch meine Schon Arme klar, Boss. Pass auf, ich gebe dir das Teil, wenn du mir... Wieso ich immer wieder auf die Sprechseite... Ach, ist egal. Geil! Aber für die Hipster-Abwehr ist das Ding wirklich nicht ausreichend. Nicht ausreichend, okay. Könnte doch hier so ein... Na gut, ne, es muss irgendwas mit Bowling zu tun haben wahrscheinlich. Was übersehen? Oh shit, Leute. Ich muss leider Schluss machen. Abgesehen davon, dass ich eh gerade hänge, muss ich jetzt tatsächlich auch Schluss machen. Gut, speichern brauchen wir ja nicht, weil der speichert ja automatisch immer, wenn wir irgendwas einsammeln oder so. Von daher kein Problem. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal. Weiß noch nicht, ob ich jetzt weitermache.